Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror. Ja, und falls ihr die Folge tatsächlich am Release-Tag seht, dann fröhliche Weihnachten, weil wir haben heute den 25.12., also erster Weihnachtstag. Und ja, was ist beim letzten Mal passiert? Beim letzten Mal gab es ein paar kleine technische Probleme am Ende der Folge. Und zwar sind wir hier durch einen dunklen, engen Gang gekrochen und dann ist auf einmal über uns die Decke zusammengestürzt und wir hätten mit der Maus reagieren sollen. Dummerweise war die Maus, so wie jetzt gerade, außerhalb des Bildschirms und das habe ich nicht geschnallt. Hab dann geklickt und natürlich hat sich dann das Spiel, also zumindest das Fenster geschlossen. Das Spiel lief noch. Sebastian sage ich jetzt. David musste weiter kämpfen. Hatte aber keinen dabei, der ihm dabei hilft. Ja, folglich ist er dann von den Massen erdrückt worden und sehr unschön gestorben. Aber gut, jetzt wissen wir es und jetzt können wir es besser machen und ich würde sagen, los geht's. Ein Geheimgang. Was haben Sie denn da vor? Bin gleich zurück, hoffe ich. Passen Sie auf Eddie auf. So, die Maus lassen wir jetzt mal im Bildschirm. Ein bisschen weiter noch. Da war eine Ratte. Und hier stürzt jetzt, glaube ich, gleich der Balken ein. Okay, dann war es doch der. Verdammt! Okay, hier müssen wir mehrfach drücken. Alles klar. Geschafft. Anscheinend Point of No Return, obwohl hier liegt gar nichts. Ja doch, hier liegt ein Brett, aber na gut. Übrigens, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gesagt, dass das hier eine sehr schöne Szene für, also ein sehr schönes Areal für eine Jumpscare-Szene war. Oder wäre. Gut so, weit öffnen. Gut, gut. Ich will von nichts. Schon gut, Liebes. Habe ich dir erzählt, dass Johns Sohn David hier ist? Er ist genauso lästig wie sein Vater. Dieses Ort ist nicht würdig. Armer Angus, ewig verfolgt vom Anblick von Johns verkohlter Leiche. Selbstsüchtiger Mann. Bitte nicht. Mir macht das hier auch keinen Spaß. Aber du bist selbst daran schuld. Diese Fußnägel. Dein Sohn war ein guter Mann. Du hast dich ihm widersetzt. Rosemary. Oh mein Gott. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Wie kann sie noch am Leben sein? Der versteckte Schalter war im Bücherregal. Haben Sie mich vielleicht erschreckt? Sie scheinen umherstreifen zu wollen, ohne mir zu sagen, wohin. Und ich konnte Lady Margaret gerade so ausweichen, als... Oh mein Gott! Ja, genau. Oh mein Gott. Alter, hier liegt Rosemary. Ich glaub's nicht. Ja, sprechen. Ich denke nicht, dass das jetzt sonderlich gut funktionieren wird. Hier hängt auch das Kreuz, was da hinten fehlt, glaube ich. Wir gucken uns erst nochmal um. Wir gehen auch nochmal hinten. Haben wir hier hinten irgendwas? Nee. Wir gehen auch nochmal hinten durch. Wo wollen Sie hin? Wir können Sie nicht so hier lassen. Ey Mann, sorry. Ich wollte nur gucken. Nee, wir sprechen noch nicht mit ihr. Wir gucken uns erstmal das Kreuz an. Das habe ich gesehen. In einer Vision? Edward hat die arme Frau damit zum Krüppel geschlagen. Oh mein Gott. Und ist dorthin gehängt, um sie täglich daran zu erinnern. Nehmen Sie es ab. Sicher? Na los! Damit lösen wir bestimmt etwas aus. Vorher reden wir mit ihr. Rose? Rosemary? Hören Sie mich? Anscheinend nicht. Rose? Nee. Sie hört uns nicht. Na, ob unser Großvater davon so begeistert sein wird? Ich glaube ja nicht.
Danke. Oh. Danke. Okay. Rose? Rosemary? Hören Sie mich? Nee. Das war anscheinend nur eine kurze Reaktion. Stoßen? Wie stoßen? Hallo? Was? Ach so, nimmt er sich automatisch das Kreuz? Das ist ja nett. Wahrscheinlich hätte er vorher gesagt, er hat nichts, womit er die Ketten lösen kann. So. Sagt sie jetzt etwas? Rosemary? Ich bin's, David, Johns Sohn. Dein Urenkel. Versuchen Sie's damit. Nein, so. Behutsam. Huch, ein Pendel. Wer hat dir das angetan? Edward. Ich war böse. Ungehorsam. Ungehorsam? Ungehorsam inwiefern? Cecilia. Ich wollte ihn aufhalten. Verhindern, was er tat. Was tat er, Rosemary? Hätte es nicht tun sollen. Ihn nicht im alten Flügel stören. Keine Widerworte geben. Rose, was hat er Cecilia angetan? Ich glaube nicht, dass wir mehr aus ihr herausbekommen. Arme Frau. Kommen Sie, Lady Rosemary. Wir bringen Sie hier weg. Nein! Wir bringen Sie in Sicherheit. Ich bin hier sicher. In diesem Zimmer. Sicher vor dem schwarzen Spiegel. Der schwarze Spiegel. Margaret hat eine Menge zu erklären. So langsam wird das Ganze interessant. Es wird jetzt auch endlich mal vom Black Mirror gesprochen, können wir jetzt gehen. Wir sollten uns mit ihrer Ladyschaft unterhalten. Margaret, wir müssen reden. Lady Margaret, mit Verlaub. Wie auch immer. Was zur Hölle machen Sie mit Rosemary? Du hast gut reden. Du bist wie dein Vater. Du hinterlässt eine Spur aus Angst und Elend. Wovon zum Teufel reden Sie da? Du hast mit Eddie gesprochen, oder nicht? Jetzt ist er überzeugt, dass alle ihn töten wollen. Er hält unseren jungen Anwalt, Andrew, als Geisel und bedroht sein Leben. Wo ist er? Sie sind im alten Flügel. Er ist bewaffnet. Ich gehe. Ich kann mit ihm reden. Oh oh. Sicher nicht. Sie beide haben schon genug Ärger gemacht. Wir? Wie bitte? Sie verehren Edward weiterhin, obwohl er die arme Cecilia in den Selbstmord trieb. Ich lasse nicht zu, dass du... Dass ich was? Die Wahrheit sage? Sage, dass Edward... Er hat sie nie berührt. Du kommst hierher und... Nein, sie. Sie sind es, die im Unrecht ist. Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Etwas ist an diesem Ort. Etwas Dunkles, Böses, das unsere Familie seit langem verzehrt. Anstatt bei Lea oder mir, sollten Sie die Schuld für Ihr Unglück vielleicht besser bei sich selbst suchen. Du weißt gar nichts. Was ich tat, was ich tue, alles, alles ist für diese Familie. Wie solltest du das verstehen können? Bitte, Milady, besprechen wir das später. Miss Faber, Sie müssen mit Master Eddie reden. Bringen Sie uns hin. Bin mal gespannt, ob wir die Situation klären können. Hier lang. Vorsicht im alten Flügel. Er wird nicht genutzt, aus gutem Grund. Ein Teil der Mauer ist vor Jahren ins Meer gestürzt. Der Rest verfällt immer mehr. Ach, das ist die Tür im großen Kaminzimmer gewesen, die ganze Zeit mit so zwei großen Holzbalken verschlossen war. Jetzt können wir endlich da rein.
drüben, Sir. Eddie? Nein! Nein! Eddie! Sie holen mich! Sie alle wollen mich töten! Nein! Bitte, nein! Eddie, sehen Sie mich an! Nur mich! Es wird alles wieder gut! Warten Sie hier, ich werde mit ihm reden. Nein, nicht Sie! Ich werde das tun! Wir werden wahrscheinlich einen anderen Weg suchen. Ja, wie ich es mir dachte. Eddie. Sprich mit mir, Eddie. Sag mir, was dich bekümmert. Okay, hier können wir runterklettern. Mich bekümmert? Das können wir untersuchen. Er und David. Sie alle tun es. Was tun Sie alle, Eddie? Mich beschuldigen. Aber sie halten mich wie ihren Mörder. Du meinst das Hausmädchen? Aber ich war's nicht. Okay, ist das Ganze zeitlich begrenzt? Ich glaube dir, Eddie. Ich glaube dir. Ob sie ihn dazu bringen kann, die Waffe fallen zu lassen. Dafür wirkt er viel zu aufgebracht. Wahrscheinlich nicht. Ja, und die beiden hier, die machen ja nichts. Die stehen einfach nur um die Ecke. Ich hänge wieder irgendwie fest. Okay, ich bin ein bisschen in Eile, weil ich glaube, dass das hier... Was machst du da? Noch ein Schritt und ich töte ihn! Ist sehr gut. Ich wollte auch nur untersuchen. Können wir denn, wenn wir da draufklicken? Nee, können wir nicht. Gut, dann gehen wir hier runter. Von hier aus sieht er mich nicht. So komme ich vielleicht rüber. Sofern er uns nicht hört. Also, ist ja jetzt nicht so, dass David gerade leise hier unterwegs gewesen ist. Okay, da können wir runterklettern. Hier können wir gar nicht lang. Hier hängen wir wieder an einer Alpha-Wand. Ganz ruhig. Wobei, ich habe eine Theorie. Ich glaube, das sind alles gar keine Alpha-Wände, sondern das sind die Geister, die uns einfach da vorne... Bitte, lassen Sie mich los. Die uns einfach... Wieso sollte ich? Du Lügner! Lügner! Ich lüge nicht! Bitte! Ehrlich! Ein bisschen zu weit, um es drauf ankommen zu lassen. Du bist Dunwald! Als ob ich dich nicht gehört hätte, wie du mich verschleppen wolltest und mich des Mordes bezichtigen! Tut mir leid! Leid? Was denn? Du sagtest doch, du hättest nichts getan! Oh Gott! Ich wusste, dass da so ein Quicktime-Event kommt. Ist halt nur immer schwierig zu wissen, welches gerade kommt. Ob man schnell klicken muss oder einfach nur mit der Maus in so einen Kreis gehen muss. Oder ob man... Was gibt's noch? Oh, hier geht's noch weiter runter. Aber wir dürfen hier gerade nicht hin. Oder ob man einfach mit der Maus in irgendeinen Kreis immer drin bleiben muss. Zappel nicht so rum! Halt still! Lass ihn gehen, Eddie. Alles ist in Ordnung. Langsam, Mr. Harris. Kein... Oh, oh. Komm her! Na toll, jetzt hat er sie. Okay, jetzt gehen wir gerade geduckt. Warum hängen hier auch tote Tiere? Dr. Frankensteins Werkstatt. Oh, hier haben wir eine Armbrust. Die würde ich eigentlich... Scheint intakt. Jetzt noch etwas Munition. Wie, du willst etwa... Ein Knochen. Knochenstücke. Könnte klappen, wenn ich vorsichtig bin. Was ist das hier? Das will ich noch untersuchen vorher. Noch einen Schritt weiter vor und er wird mich bemerken. Wir sind hinter ihm. Scheint intakt. Jetzt noch etwas Munition. Wir haben Munition. Ey, sollen wir wirklich damit schießen? Hoffentlich zerbricht es nicht durch den Druck. Was zum... Lass mich in Ruhe! Ich sagte, du sollst mich in... Weg von mir!
in Ordnung? Halt still, du Mistkerl! Andrew! David? David? Waren wir das? Sind wir ein Jedi-Ritter? Was ist passiert? Ganz ruhig, alles ist gut. Gut? Werden Sie jetzt auch verrückt? Oh, bitte! Beherrschen Sie sich, Andrew! Das werde ich sicher nicht. Und ich bleibe keinen Moment länger in diesem Irrenhaus. Ich hole umgehend die Polizei aus dem Dorf hierher. Ich denke, das wäre unklug, Sir. Wollen Sie mir drohen? Gott bewahre, Sir. Ich meine nur, dass es töricht wäre, die Strecke im Dunkeln zu fahren. Und wir brauchen das Auto, falls sich Eddies Zustand verschlimmert. Von mir aus kann dieser Irre ruhig vom Dach springen. Ich riskiere mein Leben lieber da draußen als hier. Dann gehen Sie. Und bevor Sie erwägen, jemandem zu erzählen, was hier passiert ist, denken Sie daran, wer wir sind. Und ja, das ist eine Drohung. Angus, helfen Sie mir bitte mit Eddie. Vorsicht, machen Sie langsam. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht glaubte. Kein guter Tag für die Wissenschaft. Nach dem, was hier geschehen ist, würde Ihnen wohl selbst Dr. Freud zustimmen. Endlich glaubt sie uns, aber nur wegen des Luftstoßes jetzt? Oder hat sie vielleicht auch den Jungen, also sprich, ich meine unseren Vater gesehen? Ich finde manchmal diese Erkenntniswandel ein bisschen merkwürdig in diesem Spiel. Die sind nicht wirklich gut erklärt. Aber fragen wir ihn mal nach, fragen wir sie mal nach dem Black Mirror. Der Spiegel ist, glaube ich, eine Art dunkle Macht. Etwas Uraltes, Böses. Ein Werk der Droiden. Dessen Kontrolle sie verloren haben? Sie hatten es wohl nie unter Kontrolle. Ich muss nach Eddie schauen und nachsehen, wie es ihm geht. Haben Sie vergessen, dass er Sie töten wollte? Dann bin ich eben vorsichtig. Er braucht Hilfe, egal was er getan hat. Mein Vater wollte den Spiegel und das Böse vernichten. Vergeblich. Jetzt ist er darin gefangen. Sie sprechen von seiner Seele? Wenn Sie das so nennen wollen. Ich weiß nur, wir müssen ihn irgendwie befreien. Aber unser Vater ist als Kind da drin. Das heißt, seine Seele wäre ja schon im Kindesalter gefangen worden. Und wie hat er dann weitergelebt? Edward wusste von dem Spiegel. Er erkannte vielleicht sogar seine Macht. Wir wissen also, was er ist, aber nicht wo. Unter der Erde. Irgendwo. Zu ihm zu gelangen, das ist die Herausforderung. Das? Und nicht so zu enden wie Ihr Vater. Das ist Edwards Zimmer. Und Margaret wollte nicht, dass wir hier herumschnüffeln. Na dann erst recht. Genau. Wir können uns noch nicht bewegen. Okay. Ja, dann sind wir mal wieder als Detective David unterwegs. Uah, das stinkt. Da unten riecht es nach Tod. Dieser Gestank führt uns vielleicht genau dahin, wo wir hin müssen. Glauben Sie, zum Spiegel müssen wir durch diesen Abgrund? Möglich. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was dort unten ist. Vor allem, Können wir denn hier runter? Nee, wir müssen wahrscheinlich da hinten lang, wo wir schon mal lang gegangen sind. Hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr runter zu gehen. Okay, wir können mit ihr reden, wahrscheinlich. Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. War klar, dass sie uns besonders hilfreich ist. Noch eins. Wie die Symbole auf den Steinen. Rory? Ja. Er kennt vielleicht die Bedeutung. Aber um diese Zeit schläft er bestimmt schon. Das erste Mal bin ich ihm auch mitten in der Nacht begegnet. Vielleicht haben wir Glück. Das zweite Mal auch. Es war auch schon dunkel im Garten.
Okay, da sind Bücher. Hier ist ein alter Wildkadaver. Was zum... Ein Armeebuch. Es hat Angus gehört. Eine Seite ist markiert. Hier steht, wie man einen Kaiserschnitt durchführt. Bedeutet das, dass Angus... Cecilias Baby zur Welt brachte. Auf diese Weise bekam die Öffentlichkeit nichts mit. Grauenhaft. Okay. Ah, das hier muss der Traum jedes Psychiaters sein. Oder Albtraum. Angus war also als Hebamme unterwegs. Sehr interessant. Offenbar hat Großvater Edward hier gearbeitet. Ah, jetzt können wir uns auch das Teil da hinten angucken. Das sieht interessant aus. Das sieht interessant aus. Und warum nimmst du es dir nicht und guckst es dir näher an? Fototeil gefunden. Sehr schön. Eddie hat schon alles mitgenommen, was er finden konnte. Ach, guck mal, hier können wir wieder unseren Megaschlüssel nutzen. Huch, Entschuldigung. Ah, geil, der zweite Teil des Schlüssels. Scheinbar ein Teil des Schlüssels, den Vater für mich versteckt hat. Ja, dann, nutz ihn doch mit dem hier. Ist wohl immer noch nicht komplett. Was? Aber wir kommen auf jeden Fall jetzt auch bei dem Schloss schon weiter. Okay, ja. Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um es einfach aufzubrechen. So, das Kreuz nach rechts, weil ist ja spiegelverkehrt, wenn der Schlüssel zu uns zeigt. Der Kreis nach links. Aber dieses Gebogene nach unten. Okay. Kreuz rechts, Kreis links. Ist manchmal ein bisschen schwierig, die Sachen hier so zu drehen, wie man sie gerade braucht. So. Okay, also das... Das waren die Punkte, ne? Genau, die Punkte haben wir gesagt, die kommen nach rechts. Nee. Doch, ja, tatsächlich. Nee, ist alles gut. So, so müsste es passen. Okay, dann versuchen wir ihn mal. So passt er nicht. Why not? Habe ich jetzt so falsch gedacht? Hier ist das Kreuz. Wieso hat sich das Teil denn jetzt gedreht? So. So müsste es passen jetzt aber, ne? Jawohl. Ah. Und wie von Geisterhand erscheinen auf einmal zwei Gegenstände darin. An meinen geliebten Vater Edward. Du hast mich viele Male daran gehindert, meine Qual zu beenden, doch diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich tue dies nicht für mich, sondern für mein Kind. Ein Kind, das es nie hätte geben dürfen. Kein Kind der Liebe, sondern der Grausamkeit. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten, denn es hat nicht verdient, diese Welt... und diesen verfluchten Ort ertragen zu müssen. Cecilia Gordon. Was steht drin? Das Gefasel eines Wahnsinnigen. Er redet von einem Ort großer Macht in einem verlassenen Dorf. Sagt er auch, wo es ist? Leider nein. Nur, dass ihn dort seine, wie er es so charmant ausdrückt, Hure von einer Mutter zur Welt gebracht hat. Sein Geburtsort ist dieses Dorf? Dieser Ort der Macht? Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wo es ist. Das nicht.
Aber seine Mutter muss den Ort kennen. Natürlich. Rosemary. Ja. Okay, wir gucken uns mal kurz das Questprotokoll an. Finden Sie das verlassene Dorf, erkunden Sie den alten Flügel. Okay, es gibt offenbar noch mehr zu erkunden, neben dieser wirklich interessanten Weltkugel da. Ui. Hier haben wir Blut, das ist so ziemlich das Offensichtlichste. Hier haben wir ein paar Fotos. Okay, wir fangen von... Vielleicht kann ich eine Lichtquelle basteln. Reiner Alkohol. Ja. Prost. Haben wir das jetzt in diese Flasche? Okay, mit Kerzen. Vorsicht. Yeah! Nein! Ich wollte mir doch noch die Fotos angucken. Hier sind die Teile gelandet, die Eddie nicht brauchte. Oh, wer weiß, wie tief dieser Abgrund ist. Oder wie groß die Höhlen sind. Das Schloss könnte über dem Aufbewahrungsort des Spiegels erbaut worden sein. Sieht aber nicht so aus, als würden wir von da unten hinkommen. Okay, die Knochen dürften auf jeden Fall erklären, warum es hier so, ja, stinkt die ganze Zeit. Da liegt noch was. Ein Fototeil, ja. Die Kerze können Eddie wir noch... Eddie wollte seine delikate Arbeit nicht im Dunkeln tun. Krass, dass Eddie sich hier immer reingeschlichen hat. Angus und Eddie. Gemeinsames Töten schweißt eine Familie zusammen. Wobei ich finde, hier sieht Angus ein bisschen jünger aus, als wir ihn jetzt kennen. Aber Eddie sieht immer noch gleich alt aus. Eddie möchte wirklich verzweifelt so ein großer Gordon wie Großvater sein. Hat er sein Foto da drauf geklebt? Das sieht zumindest so aus. Was haben wir hier? Keine Spur vom Dorf. Eine Karte. Ich glaube, wir sollten weiter. Es sei denn, Sie möchten sich noch mehr umsehen. Okay, den alten Flügel haben wir erkundet. Wir gucken uns nochmal schnell die Karte an, die wir jetzt gefunden haben. Das Anwesen ist riesig. Kann das wirklich alles in meine Hände übergehen? Wie gut, dass wir die Karte so gut untersuchen können. So, da haben wir ja schon alles untersucht, meine ich, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ne, wir haben alles. War jetzt nur verwirrt, dass das noch weiterhin angezeigt wird. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal hier runtergehen, weil das sah... Wir werden wieder von den Geistern aufgehalten. Okay. Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. Doktor, Sie machen einen hervorragenden Job.